Sehr geehrte liebe Zuschauer, auf meinem Kanal finden Sie unter dem Stichwort Waldemar Papst 16 Videos, welche die Zeit der Revolution vom November 1918 bis zum Ende des Kapp-Putsches im März 1920 zum Inhalt haben. In jedem dieser Beiträge spielt der Stabschef der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, später des Garde-Kavallerie-Schützen-Korps, dann als Geschäftsführer der mit dem Kapp-Putsch in Verbindung stehenden Nationalen Vereinigung in Berlin, dem Hauptmann A.D. Waldemar Papst, eine wichtige Rolle. Immer wieder geben exklusive Originalaussagen von ihm aus zwei Tonbandaufzeichnungen von 1962 bzw. 1966 Einblicke über seine Motivation und wie er als Monarchist die gesellschaftlich und politisch veränderte Zeit nach der Novemberrevolution 1918 beurteilt hat. Diese Videos sind nicht nur reich bebildert, sondern erklären auch die Zeit und die Umstände, in denen sich die Ereignisse abgespielt haben. Darüber hinaus werden auch Papsts Aussagen zu Personen der Zeitgeschichte und zu seinem Leben während dieser Epoche relativiert betrachtet und auch entsprechend kommentiert. Allerdings besteht beim Publikum auch ein großes Interesse daran, seine vor über 50 Jahren gehaltenen Vorträge bzw. die mit ihm gemachten Interviews ungeschnitten und unkommentiert hören zu können. Daher komme ich gern diesem Wunsch nach, verweise aber an dieser Stelle noch einmal auf die 16 Videos, die zu vielen von Waldemar Papst angesprochenen Themen die dazu notwendigen Erklärungen geben. Hier die Liste dazu. Waldemar Papst exklusiv über das Jahr 1918, über Ebert Scheidemann-Noske, über die Garde-Kavallerie-Schützendivision 1918, also ihre Entstehung, über die Garde-Kavallerie-Schützendivision und ihren Einzug in Berlin am 10. Dezember 1918, über den Kampf der Gardekavallerie gegen die Volksmarinedivision am Heiligen Abend des Jahres 1918, über den Spartakusaufstand, dann die Zeit nach dem Liebknecht-Luxemburg-Mord bis zum Prozess, über Noskes Schießbefehl am 9. März 1919 während des Eisenbahnerstreiks, über die 1919 gegründete Technische Nothilfe TENO, was die Urmutter des Technischen Hilfswerks werden sollte, über die Brigade Ehrhardt, die Freikorpskämpfe Braunschweig und München 1919, über den Putschversuch im Juli 1919, den zwei Teilen vom Kapp-Putsch, sowie über die Männer des Kapp-Putsches 1920 und schließlich, wer war Waldemar Papst? Ende Mai, oder vielmehr Anfang Mai, entschuldigen Sie, wurden dann die Friedensbedingungen bekannt, die natürlich wie eine Bombe bei den Freikorps und bei der Division, die ja mehr oder weniger der Vater der Freikorpsbewegung war und nachher die Mutter wurde. Komisch, gibt aber so ähnlich was, aber der Vater hat sie ins Leben gerufen, die Mutter hat sie nachher betreut, wie das ja, glaube ich, bei Kindern so auch so sein soll. Ich habe keine, ich weiß nicht ganz genau. Also, schlug für eine Bombe ein und wurde Gegenstand der heftigsten Diskussionen in den Regimentern der Division. Die Division war inzwischen schon damals in Umwandlung in ein Korps begriffen. Sie hatte nachher drei Divisionen und hieß dann Garde-Kavallerie-Schützenkorps. Dank der unermüdlichen Werbung, die wir entfaltet hatten, und der Anziehungskraft, die kleinere Freikorps veranlassten, sich der Division zu unterstellen. Unter anderem auch die beiden Marinebrigaden, Ehrhardt und Löwenfeld, die ein ganz hervorragender Zuwachs für die eigentliche Kavalleriedivision waren. Diese Stimmung führte eine Kommandeurversammlung herbei, in der die Kommandeure von Noske verlangten, dass der Friedensbedingung nicht unterschrieben wurde. Lüttwitz machte sich zum Sprecher des Offizierkorps und führt das in seinen Memoiren, die ich hier habe, die leider im Buchhandel nicht mehr zu haben sind,
Die sind in meinem eigenen Verlag erschienen. Ich habe unter den vielen Unternehmungen meines Lebens auch mal einen Verlag aufgelegt, zusammen mit dem Katjen Erhard in Berlin. Da ist dieses Buch entstanden. Zum Teil auch habe ich selber daran mitgearbeitet. Und da schreibt er über diese Zeit am 8. Mai 1959, von die Friedenswillen, 1990, von die Friedenswillen bekannt, wenn sie Feinde auszulegen, aufzuerlegen. Es kam grell zum Ausdruck, als der wegen Erschießung der 24 Papagisten gehasst Leutnant Marlow aus dem Untersuchungsgefängnis entfloh. Ja, den Marlow musste ich rauslassen. Die Flucht wurde, war natürlich organisiert, genauso wie die Flucht von den beiden Herren, die das Liebknecht-Kommando und das Maria und das andere Kommando geführt haben von der Rosa Luxemburg. Darüber habe ich Ihnen ja schon das vorhin mal erzählt. Da in dem Kriegsgericht war ja nur, waren von 10 Angeklagten 9 freigesprochen worden. Und der eine, der Führer des Rosa-Luxemburg-Kommandos, der Oberleutnant, der Fliegeroffizier Vogel, der verlor nach dem Urteil, zudem als wegen mangelnder Aufsicht des Gefangenentransports und so weiter, zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt war, in den Kopf und wollte dann also alle an Dummheiten machen, wollte sich normal, wollte sich den Versuchungs wieder vorführen lassen und alles gestehen, was da geschehen war. Da blieb uns nichts anderes übrig, als diesem Mann auf einem selben Nachmittag. Mittags war das Gericht so auseinandergegangen, nach Holland flüchten zu lassen, mit falschem Pass, mit Geld, mit dem Auto, was da noch alles ganz einfach war. Es war ein Meisterstück von meinem damaligen Stabesmitglied, dem späten Admiral Canaris, der damals Oberleutnant bei mir im Stabe war. Nebenbei bemerkt, war das einer der schwierigsten Momente mit meinem verehrten Herrn Minister, damals noch Oberbefehlshaber Noske, der natürlich sagte, ich hätte das organisiert, aber es nicht beweisen konnte. Immerhin haben wir uns eine Stunde lang rumgereift, der drohte mir mit Verhaftung und anderen scheußlichen Sachen, worauf ich bemerkte, die Truppe würde wahrscheinlich eher ihn als mich verhaften. Und das hat eine kolossale Stinkwut damals bei ihm ausgelöst, können Sie sich ja denken. Es bedurfte der ganzen Energie von Lützes, die Sache wieder zu interessieren. Na. Und nun hat Noske unter dem Druck versprochen, er trete zurück, wenn die Schmachbedingungen unterschrieben würden. Sie wissen ja selber, dass auch Herr Noske dann die Friedensbedingungen mit für gestimmt hat und dass also das von ihm gegebene Versprechen, es war also halb in Form eines Ehrenwortes abgegeben worden und gebrochen hat. Das veranlasste mich, meinen Abschied zu bitten, denn ich wollte nicht gern unter einem Oberbefehlshaber, damals war aber schon Reichswehrminister, dienen, der ein Versprechen, das er von versammelten Kommandeuren gab, so brach. General von Lüttwitz hat ihn auch gestellt und schreibt dazu, das veranlasste mich, nachdem ich von Weimar nach Berlin zurückgekehrt war, da muss ich noch vorausschicken, der General von Lüttwitz war nach Weimar gegangen, um die Nationalversammlung unter Druck zu setzen, dass der Vertrag nicht unterschrieben wurde. Und er war schon ziemlich weit gekommen mit dem Druck. Die Parteien schwankten, sogar in der SPD, das Zentrum war schon ziemlich rum, und das SPD schwankte auch, das schneide ich nachher ein paar Stellen dazu vor, zumal der Generalfeldmarschall Hindenburg sich auch dafür ausgesprochen hatte, den Friedensvertrag nicht zu unterschreiben. Hindenburg fiel um, unter dem Druck von Gröner, ich will mir das nachher vorlesen, und leider, nachdem die oberste Heeresleitung nun auch, hatten wir sonst niemand als uns selbst. Das deutsche Volk, das, mit dem konnten sie nicht so recht zählen, das heißt mit dem kleinsten Teil des deutschen Volkes. Und da ist mir auch Lüttwitz in den Arm gefallen. Dazu sagt das Generalstabswerk Folgendes. Also das ist das Generalstabswerk, was ist erschienen, glaube ich, 36, nicht? Arbeit vom Oberkommando des Heeres, sagt dazu, die kampferprobte, in der Hand ihrer Führung zuverlässige Garde-Kavallerie-Schützendivision war nach Abschluss der Märzkämpfe auf ein Korps zu 3 Divisionen verstärkt worden, das habe ich eben schon gesagt. Das Korps hatte sich bewusst durch intensive Werbung und durch besondere Auswahl der Anzuwerben zu einem Machtfaktor im Staate ausgebaut. Sein Kommandeur und sein Generalstabsoffizier brachten dem Reichswehrminister Wranoske wiederholt die Wünsche des Korps nachdrücklich zur Kenntnis. Diese betrafen einmal die Ablehnung der Friedensbedingungen in der vom Gegner gewählten Form, insbesondere Schmachparagrafen, und verlangten ferner eine Mitbeteiligung der Wehrmacht am Neuaufbau des Staates.
Das war einer meiner Lieblingsgedanken. Denn sollten nicht nur die Straßen bluten für diese Kerle da, die wir doch bestimmt nicht liebten, sondern wir wollten auch mitreden, wie das neue Deutschland aufgebaut wurde. Dessen weiter bestehen sie mit ihrem Blute, mit Einsatz ihres Lebens überhaupt erst ermöglicht hatten. Reichswehrmann Noske entnahm dabei den Worten des ersten Generalstabsoffiziers, also von mir, dass dieser die Revolution im Innern zum Gegensatz zur Regierung keineswegs als abgeschlossen betrachtete und dass eine feste Zügelführung der Staatsgewalt sowie soziale Reformen, welche die Lage des Volkes wirklich verbessert konnten, verlange gegenüber den sozialen Scheinzugeständnissen an die Bevölkerung. Sie sehen also, ich bin Herrn Hitler schon vorausgeeilt mit der Idee, es müsse sozial etwas getan werden, ohne aber dabei Sozialist zu werden. Im Gegenteil. Denn unser Putsch kam im Unterschied von dem Putsch des Herrn Hitler aus der konservativen Ecke und nicht aus der sozialistischen Ecke, aus der Herr Hitler im Jahr 23, drei Jahre später angetreten ist. Da trotz der gegenteiligen Versprechungen des Reichswehrministers, dass Noske in der Kommandeurversammlung der Schmachparagrafen Weimar angenommen wurde, da ferner die in Aussicht gestellte straffere Führung der Regierungsgeschäfte unterblieb, hat uns Noske alles versprochen in der Kommandeurversammlung. Und stattdessen die Auflösung des unbeugsamen Garderobe-Schützenkorps hinten herum betrieben wurde, da komme ich auch noch drauf, entschloss sich die Führung des Korps zum Handeln und zog die Regimenter aus ihren fernen Quartieren zum Einmarsch nach Berlin und auf Weimar heran. Das Losschlagen wurde durch das Eingreifen des Kreisinfanteriefreier von Lüttwitz verhindert. Da hat er mir selber, er ist mir in den Arm gefallen, verlangte von mir, dass die Befehle des Marsches auf Berlin, die alle sorgfältig vorbereitet waren und auf Weimar zurückgenommen wurden, das habe ich nicht getan, in meinem Abschied gebeten. Lüttwitz hat mir damals aber sehr zugeredet zu bleiben und sagte mir, wenn Sie mich jetzt hier sitzen lassen, dann wird die Sache ja noch ganz schlimm. Also ich bitte Sie, unter allen Umständen bleiben Sie mir. Ich habe das noch mal versucht. Aber ich werde Ihnen gleich erzählen, das hatte natürlich keinen langen Bestand. Denn Ende Juni 19 brach in Berlin ein großer Eisenbahnerstreik aus. Und das Gruppenkommando Lüttwitz hat im Einverständnis, das möchte ich besonders betonen, mit dem Reichswehrminister Noske die gewaltsame Brechung des Eisenbahnerstreiks als Aufgabe übertragen bekommen. Stimmt, keine ganz einfache Aufgabe. Sie können sich wohl denken, damals wies das noch wesentlich anders aus. Da war ja noch die rote Farbe, die vorherrschende damals bei uns. Und dieser Eisenbahnerstreik, da hat mir ein glücklicher Zufall vor wenigen Wochen den Befehl des Garderobe-Schützenkorps zur Brechung des Eisenbahnerstreiks in die Hand gespielt. Indem eben durch meinen Artikel mein alter O2, also zweiter Ordnungsoffizier der Garderobe-Schützenkorps, eine Reihe von Befehlen geschickt hat, die er sich aufgehoben hatte. Da ist unter auch der Korbefehl vom Garderobe-Schützenkorps vom 27.06.19, der meine Unterschrift trägt, den ich aber nicht in die Öffentlichkeit kommen lassen kann, denn man würde heute sagen, das ist ein so blutrünstiger Befehl, den kann ich hinnehmen, das ist unmöglich. Ich möchte noch einen Passus daraus vorlesen. Welche Objekte zu schützen sind, teilen die Oberbahnvorsteher, also den zu besetzenden Truppen, mit. Nur hierauf streckt sich die Mitwirkung der Eisenbahnbehörden. Alles übrig ist lediglich Sache der militärischen Befehlshaber. Da habe ich also zumeist die Bahnbehörden bewusst ausgeschaltet. Die nach vollen Grundsätzen unbedingt zu verfahren haben. Streikposten und Streiken, die sich auf dem Bahngleise aufhalten, sowie Gehetzredner sind unter Anwendung rücksichtsloser Waffengewalt festzunehmen und, wenn sich dem widersetzen, unschädlich zu machen. Unschädlich zu machen heißt für einen Soldaten, der wusste genau, was er zu tun hat, also an die Wand zu stellen. Arbeitswege sind unter allen Umständen zu schützen. Also diesen Befehl kann ich heute leider nicht verwenden. In meinen Memoiren, wenn ich tot bin, dann können Sie ruhig an mich schimpfen, dann werde ich ihn wohl mal wörtlich bringen. Diesen Befehl hatte Herr Noske vorher gesehen und hatte nichts dagegen zu sagen gehabt. Er hat mich gerade begeistert, sie genickt, aber hat, na schön, so muss er gesagt, ich weiß natürlich, wie auch das so sagen. Es dauerte keine 24 Stunden. Er ließ mich Noske kommen und sagte, der Befehl muss zurückgenommen werden. War dasselbe wie damals beim Marsch auf Weimar und Berlin. Da war es nur Lüttwitz, diesmal war es Herr Noske.
Die Partei hat erklärt, sie deckt es nicht. Es wäre ein Befehl, in Streik gewaltsam dieser Form einzugreifen. Das könnte keine sozialdemokratische Regierung, die war ja sozialdemokratisch damals. Herr Scheidemann war damals noch, nein, Scheidemann hat zurückgetreten, Herr Bauer war schon Kanzler. Scheidemann war ja bei dem Unterschreiben zurückgetreten, da war ja die Hand verdorrt, wie Sie wissen. Das wollte er nicht gerne, deswegen trat er zurück, damit er seine Hand halten konnte. Hatte ich ja vorher gesagt, wer das unterschreibt, dessen Hand soll verdorren, aber sein Fraktionskollege Bauer, dessen Hand ist nicht verdorrt, der hat es unterschrieben. Und er muss zurückgenommen werden, da weigerte ich mich, das kann ich nicht. Die Sache ist gut angelaufen, es klappte nämlich wirklich, die beiden Marinebrigaden hatten die Bahnhöfe alle besetzt, hatten die Arbeitswilligen, das steht auch in dem Befehl drin, wer also arbeitswillig war, wurde sofort an seinen Platz geschickt, wer nicht arbeitswillig war, das steht alles drin, die kamen vor ein Standgericht, das tagt im Schloss in Berlin, und wurden, willst du arbeiten, willst du nicht arbeiten, sagt er nein, abgeführt ins Gefängnis nach Moabit. Das war also eine sehr einfache, kurze Maßnahme, wie man einen Streik bricht, wenn man die nötigen Truppen hat, allerdings, warum bricht's an? Und eine Truppe, mit der sie so etwas machen können, wie die gerade, wie also Ludendorff seinen Moharen schreibt, die weitaus beste Division der ganzen Armee nach dem Vor- und Während- und Nach- und Zusammenbruch. Na, also, ich ließ mir da nicht einen Arm fallen und sagte, das mache ich nicht, Herr Reichswehrminister. Der Befehl bleibt. Der Befehl bleibt nicht. Na, schließlich war ja mein Vorgesetzter, und da sage ich, na schön, dann gehe ich. Und dann bin ich wirklich gegangen. Und ließ mir von niemandem mehr zureden. Da schreibt dann der General von Lüttwitz dazu, hat die Regierung nun durch diesen Widerstand vor mir, sie hat sich langsam von mir die Nase voll, was ich ihr von ihrem Standort gar nicht mehr übel nehmen kann, ich versuche gerecht zu sein, hatte nun versucht, das Gardere und Schützenkorps, die es eben ein zu unangenehmer und starker Machtwort war, zu verteilen, auf das Reich uns zu zerschlagen. Und dem hatte ich mich auch widersetzt und war wieder marschiert. Das schreibt Lüttwitz. Am 9. Juli ging ich auf Urlaub. Noch bevor er abgelaufen war, wurde ich von einem Stabe nach Berlin zurückgerufen. Das Gardere und Schützenkorps lehnte sich auf, dass Teile von der Wiener Provinz verlegt werden sollten. Am 21. Juli, das war nun wieder ein Monat später als nach der Friedensvertrag, machte ich den Vorwand, es drohten kommunistische Aufstände, Demonstrationsmärsche. Das heißt, der Demonstrationsmarsch, das war das Tarnwort. Es sollte mehr als eine Demonstration werden. Ich wurde gebeten, die Sache in Ordnung zu bringen. Im Grunde genommen waren wir Verlegung der Regimenter, die während meines Urlaubs im Einverständnis mit Noske und meinem Stabe befunden worden war. Also Lüttwitz hatte davon nichts gewusst. Herr Noske mit dem Stab von Lüttwitz. Lüttwitz hat während der ganzen Zeit im schärfsten Gegensatz zu seinem Stabe gestanden. Der Stab zog nach Seegt. Seegt und Lüttwitz waren ja die beiden Vertreter der Auffassung nach dem Zusammenbruch. Lüttwitz sagt, wir geben unser Blut her. Wir wollen mitbestimmen, wie soll das neue Deutschland aus. In Seegt stand ein Standpunkt, die Offiziere geht die Politik nicht an, die haben zu gehorchen. Das bringe ich auf eine ganz einfache Formel, die Dinge liegen natürlich noch etwas komplizierter, das ist ja klar. Ich wurde gebeten, sonst reinzubringen. Grunde war mir verlegene Regimenter, die während meines Urlaubs im Einverständnis Moskau, meinem Stab bestimmt waren, durchaus unwillkommen. Denn sie beraubt mich der Truppe, die sich im Kampf bewährt hatte und auf die man sich unter allen Umständen verlassen konnte. Aber der Auflehnung gegen einen von höherer Stelle gegebenen Befehl nachzugeben, war andererseits für mich nicht ratsam. Ich entsteht schweren Herzens, die Regimenter seien abzubefördern. Erst später ist mir klar geworden, dass die Verlegung ein wohldurchdachter weiterer Schlag gegen das Gardekavallerie-Schützenkorps indirekt auch gegen mich bedeutete. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe es ihm damals schon gesagt, nicht später. Das geht doch gegen Sie, Exzellenz. Das Korps war reaktionär, das muss ich ablehnen. Wir waren nicht reaktionär, im Gegenteil. Wir waren durchaus konservativ revolutionär. Das ist ein Begriff, der vielleicht neu ist und Ihnen vielleicht allen etwas seltsam klingt, aber so war es. Und sein Generalstabschef Hauptmann Papst, selbstbewusst, wie so tüchtige Männer wie er einer war, es oft sind, es hatte schon immer vor Reibung zwischen ihm und meinem Generalstab gegeben. Papst forderte nunmehr zum zweiten Mal seinen Abschied. Da er großer Dienst hatte, schickte ihn zunächst auf Urlaub, bot man versetzt an eine andere Stelle an. Man wollte mich in Münster oder in Stuttgart Generalstabsjahr haben. Aber nach Rückkehr von seinem längeren Urlaub schied er mit Recht gekränkt auf einen eigenen Wunsch als Armee und bestand auf seiner Verabschiedung. Er arbeitet dann weiter für die Vaterländischen Sachen und beteiligt sich an der Gründung der Nationalen Vereinigung. Nach dem Kapp-Unternehmen an der Tätigkeit teilnahm ich später noch erzählen, wie er ging nach Österreich, hat sich dort die Organisation der Heimat der großen Wüste geworden.
Das Karlsruher Schützenkorps nahm eine Entscheidung nach Teilen geheim dahin. In Wirklichkeit bereits eine Gegenrevolution vor. Ich kam rechts zu den Hintern, es gelang mir, das Korps davon abzubringen. Das war aber schon mein Nachfolger. Die haben sind sofort gesagt, nein. Die haben sich nicht auf diese Spekulation und das Risiko eingelassen, was ich damals gelaufen war. Ich kam rechtzeitig dahin, sonst gelangt mir das nicht. Ich will damit auf die Frage folgen, ob ich damit recht gehandelt habe. Das ist ein sehr schönes, nett von Lütwisers angenehm. Das Korps war zu damaliger Zeit eine große Macht. Alle anderen Truppenteile blickten mit Ehrfurcht zu ihm auf. Es war wohl möglich, dass sie sich, wenn sie sich in Berlin in Händen dieses Korps befand und die Regierung von ihm festgesetzt worden, der Bewegung angeschlossen hätten. Die mit unbedingt ergebende Truppe war damals sehr bestärkt als im März 1920 beim Kapp-Unternehmen und vor allen Dingen standen ihre Spitze Männer, die absolut verlässliche Antirevolutionäre waren. Damals, Ende Juli 1919, habe ich mit der Frage eines Gegenrevolutionskünstlers nicht beschäftigt. Es waren auch noch keine Vorbereitungen dazu getroffen. Also, ein Eingeständnis vom General von Lüttwitz. Ich habe mit ihm später nachher auch noch mehrfach darüber gesprochen, nachdem wir unsere Hochverrätstätigkeit amnestiert worden war, nachdem Hindenburg Reichspräsident geworden war. Es war der größte Fehler, dass er mich damals nicht marschieren ließ. Denn damals, wie er selber sagt, war die Chance einer Gegenrevolution viel besser als im März 20. Da waren wir ja schon das Korps verteilt auf ganz Deutschland und das geschlossene Korps mit seinen drei Divisionen, das war nicht mehr, stand damals nicht mehr zur Verfügung. Na, was nur die nationale Vereinigung angeht, die hier Lüttwitz erwähnt, so war das eine Gründung, an der ich beteiligt war, hinter der in allererster Ludendorff stand, dann auch eine Reihe der Oberst Bauer und eine Reihe von Politikern, die aber nicht in Parteien verankert waren. Die Vereinigung, deren Hauptgeschäftsführer ich war, hatte die Aufgabe, die Vorbereitung der Gegenaktion gegen das Novemberverbrechen, wie wir es nannten, durch unermüdliche Bearbeitung der öffentlichen Meinung, durch Einflussnahme auf die Presse und so weiter, der Rundfunk spielte damals noch keine Rolle, und den Deutschen einzuhämmern, dass die Gefahr des weiteren Abrutsches der Revolution in eine kommunistische Welle noch nicht vorbei war. Denn auch damals, das war nun also im Juli 19, war noch immer überall, bald hier, bald dort, waren Aufstandsversuche. Ferner die Gewinnung weiterer Kreise zur Gemeinschaft, zur Zusammenfassung in Gemeinschaften, also sagen wir mal Zellenbildungen, wie die Kommunisten machen, in denen die Gegenaktion vorbereitet wurde. Darüber hinausgehend dann die Vorbereitung für den Tag X. Das heißt die Stellenbesetzung der Oberpräsidenten, der Präsidenten, der Landräte, der Bürgermeister durch zuverlässige Leute und so weiter. Die Vorbereitung notwendiger Erlasse, der Gesetze, was man so braucht, wenn man eben schlägt. Und vor allen Dingen engste Zusammenarbeit mit den gleichgerichteten Truppenführern. Ich hatte in Verlässen den Abschied in jedem Fall nehmen müssen, denn ich konnte das nicht gut als Soldat machen. Ich konnte nicht gut innerhalb der Wehrmacht die Gegenrevolution aufziehen. Das war ja gar nicht zu machen. Und zu diesen zuverlässigen, gleichgesinnten Truppen gehörte natürlich in erster Linie der General von Lüttwitz. Wie dieser dachte, das hat er hier selber sehr schön geschildert. Am 26. Juli sprach ich mit dem General von Hofmann, das war der Kommandeur der Granat Division, von Ofen, von Heuduck, von Hülsen, Merker, von Lettow-Vorberg und von der Lippe die Lage. Die Revolte des Gardekarer Schützenkorps war der Auslöser großer Unzufriedenheit mit den Zuständen im Allgemeinen wie mit der Lage der Truppe im Besonderen. Was die Letzte anbelangt, so waren Lohn, Verpflegung, Unterbringung und Bekleidung direkt erbärmlich. Alle meine sogar sehr schroffen Vorstellungen bei Regierung für bessere Sorgen scheuerten hauptsächlich an den Finanzminister Erzberger. Aber gegen die unendlich vielen Schiebungen, bei denen von sehr zweifelhaften Wänden Geld im Massen verdient wurde und man den Staat betrog, wurde nicht eingeschritten. Zur Arbeit, die Werteschaft, wurde das Volk nicht angehalten.
Wir einigten uns dahin, also diese Generale, dass die Interessen der Armee in der Folge noch mehr vertreten werden sollten, sowohl in wirtschaftlichen Dingen wie in allen ihren des Vaterlands ehrenangebenden Punkten. Es wurden von uns folgende Leitsätze aufgestellt. Das geschah nun alles in engstem Einvernehmen mit der Nationalen Vereinigung. Wir machten die Sache in Phasen, die Generale hatten ja dafür, die hatten sich um Truppen zu kümmern. Es war dann ein etwas eigenartiges Leben, was wir damals führten. Erstens, die Auslieferung der angeblichen Kriegsverbrecher darf unter keinen Umständen stattfinden. Die Verringerung der Reichswehr ist unzulässig, solange die bolschewistische Gefahr die jetzige Truppenzahl erforderlich macht. Der Wiedereintritt von Unruhen in die Regierung, mit dem die SPD spielte, wird nicht zugelassen. Für das Wohl der Truppe muss mehr geschehen, und für Sorgen zur Lasten kommen Mannschaften viel besser gesorgt werden. Die Reichseinheit muss gewahrt bleiben. Das waren die Punkte, auf die Generale sich zu damals einigten. Diese Sätze wurden einstimmig angenommen. In der Frage, wie sie durchgesetzt werden sollten, bilde ich Ihnen ein Bild, wie es in die Wirklichkeit in dem Offizierkorps, ja, in der Generalität war. Wenn die Regierung unsere Forderung abwiese, wichen die Meinungen voneinander ab. Also kaum hatte man einstimmig einen Beschluss gefasst, in der Generalität ging schon untereinander Uneinigkeit los. Mit mir stimmte ungefähr die Hälfte der Herren dafür, dass dann Demonstrationen und sogar Zwangsmaßnahmen vorgenommen werden sollten. Da habe ich General gesagt, Herr Hechlis-Lüttes, na, also Demonstrationen und sogar Zwangsmaßnahmen ist ein bisschen wenig gewesen. Die andere, zaghafte Hälfte wollte dagegen höchstens einen Druck auf die Regierung ausgeübt wissen. Aber wie, das haben die Herren nicht gesagt. Sie wünschen, dass in diesen Fällen grundsätzlich ein Zusammengehen mit Ebert und Noske anzustreben sei, denn ohne die beiden würden wir es nicht durchsetzen können. In der Folgezeit schwanken diese Herren hin und her. Unter vier Augen war sie mit Zwangsnahme Eis verstanden. So nahmen sich die Generale von Oven und Merker. Bei gemeinsamen Besprechungen gegen zeigten sich wieder Zurückhalter. In der Bekämpfung des Euphemismus waren sie allerdings alle Führer einig. Gegenüber den verfehlten Regierungen konnten manch von ihrem persönlichen Optimismus von den Belangen des Vaterlands nicht zurückstellen. Man schildert hier, wie er zu den einzelnen Gruppenkommandos gefahren ist, nach Münster und nach Kassel und so weiter. Er sagt dann weiter, die Annahme der Schmachparagrafen, Einführung der neuen Reichsfarben, Aufgabe der Militärgerichtsbarkeit, Abschaffung der alten Offiziersabzeichen, die andauernde Beschimpfung der Truppe durch die mehrheitssozialistische Presse, also die Partei der Regierung, hinter der wir standen, die wir schützen sollten, führten am 18. August zu einer Aussprache zum Reichskanzler Bauer und mir im Beisein des Generals Merker. Auf alle meine Vorstellungen und Klagen hatte er nicht mehr viel zu antworten, als dass er keine andere Änderung eintreten lassen könne. Bauer war linker Flügel der SPD, möchte ich aufmerksam machen. Die Zustände hätten sich ja schon gebessert. Jetzt müssen dafür gesorgt werden, dass das Volk mehr zu essen bekäme. Dass das Volk auch mehr arbeiten müsse, erwähnte der Herr Reichskanzler nicht. Ich erwiderte ihm, dass alle besser seit dem 9. November 1918 fast ausschließlich das Werk der Armee und namens des Offizierkorps sei, dass meine Klagen keinen Gegenwind finden, dass er also dankt für die guten Dienste. Und dann hat Lüttes ein sehr gutes Schreiben, das würde zu lang werden, an den Reichskanzler geschickt, an den Noss geschickt, indem er ungewöhnlich deutlich seine Meinung sagt und sagt, so klinge, das könnte es unter keinen Umständen weitergehen. Es müsse, die Regierung müsse dieses immer mehr Abrutschen nach links und die immer schlimmer werdenden Erscheinungen der Misswirtschaft in finanzieller und wirtschaftlicher Beziehung eingreifen. Und da schreibt er, am Schluss, ich wiederhole daher meine dringenden Vorstellungen, eine völlige Änderung der Regierungstätigkeit durchzuführen. Es gilt schnell zu handeln, sonst schreiten die Ereignisse über uns hinweg. Das war das erste Mal, wo er so etwas damit drohte, dass die Armee eingreifen würde. War vielleicht noch zu früh. Ende August 19 fand dann das erste Zusammenkunft zwischen dem Generallandschaftsdirektor von Ostpreußen Kapp statt mit dem General von Lüttwitz. Bis dahin war es zwischen denen noch keine Verbindung gewesen. Am Anschluss an diese Unterredung stellte sich Kapp der Nationalen Vereinigung, also unserer Organisation, zur Verfügung. Hierzu schreibt Lüttwitz auch Verschiedenes, was nicht uninteressant ist. Ich muss es aber kurz zusammenfassen, sonst wird die Sache zu lang. Kapp war einer führenden Persönlichkeiten der Nationalen Vereinigung, der so bedeutsame Männer wie Oberst Bauer und Major Papst angehörten, der General Ludendorff nahestand.
alles edelste Patrioten, denen die Kriegsniederlage nicht, aber noch die Situation, mehr aber noch die Situation mit ihren entsetzlichen moralischen, wirklichen Erfolgen Schwermerzen lagten. Da er von da an öfter zu mir kam, lernte ich ihn bald mehr kennen und schätzen. Viele sollen ihn als Führer abgelehnt und Befehl ihn dazu abgesprochen haben. Diese besaß er doch unbedingt. Und wahrscheinlich redete man das dann nicht einen und anderen vor, weil man seine anständig gefährlichen Wege nicht mitwehen wollte. Ich folgte ihm in ihm wohnen, eigenen Kraftbewusstseins war Kapp etwas zu groß Optimist in seiner Hoffnung. Er war der Ansicht, man müsse einen baldigen Eingriff, ohne Rücksicht auf die Abmachung mit den Generalen, das waren die, die ich ihm für ihn vorgelesen habe. Die Bevölkerung würde ein Einschreiten zur Lösung begrüßen. Die Truppe würde geschlossen hinter mir stehen. Über die Köpfe der wankelmütigen Generale würde die Truppe dann tun, was ich befehlen würde. General Ludendorff und andere vertraten ähnliche Meinungen. So der Vorsitzende des Berliner Bürgerrats, Konsul Marx. Dann nennt er es noch weiter, da von vielen anderen Männern wurde mir der Wunsch geäußert, ich müsste den bösen Zuständen Einhalt gebieten, zu den damaligen Volksparteiabgeordneten Maretzky. Später nahm auch der Volksparteiabgeordnete Mittelmann eine ähnliche Stellung ein. Selbst prominente Sozialdemokraten, was ist sehr interessant, ich habe die Besprechung zum Teil alle mitgemacht, wünschten mein Eingreifen und empfahlen die Ergreifung einer Diktatur. So der Vorwärtsredakteur, das war das Zentralblatt der Partei, der Sozialen, Erwin Bach, der mehrmals zu mir kam, und der Staatssekretär August Müller, das war auch ein Sozialdemokrat. Diese beiden empfahlen eine Diktatur mit Ebert und Horst und glaubten, dass sie mit etwas Zwang dazu beide zu bekommen sein würden. Die Gedankengänge dieser beiden Sozialisten waren fast gleichartig denen derjenigen Generali, da glaubten, dass ohne Ebert und Horst nichts zu machen sei. Mir schien es sehr absurd, dass Sozialdemokraten sich an der Diktatur beteiligen könnten, die sich in ihren Maßnahmen gegen die eigene Partei richten musste, wenn sie einen von Nutzen sein sollte. Da hat der General von Lüttich unbedingt recht, das war eine seltsame Dinge waren, dass da vor sich ging. Aber gar Barth und Müller mussten wir schließlich ihre Genossen kennen. Tatsächlich übte in der Heerung des Kapp-Unternehmens der Sozialist Ernst auch das Amt des Polizeipräsidenten von Berlin ruhig weiter aus. Das war auch eine sehr ultrige Sache, aber es ist so gewesen. Littwitz hat aber damals sich noch nicht entschließen können, sondern er versucht immer wieder, Wunsch der Generale entsprechend, auf Ebert und Noske einzuwirken, mit diesen, obwohl es, wie Sie eben gehört haben, seiner inneren Überzeugung nicht entsprach, zu gehen, damit es endlich zu dem Einhalten des immer weiteren Ablehnens nach links kam.